Tesla oder BYD, welche E-Auto-Aktie hat die Nase vorn? Um dieses Thema kümmern wir uns im heutigen Video, also bleibt gerne dran. Nach dem Intro geht's schon gleich los. Den Analysten von Morningstar zufolge sollten im Jahr 2030 40% aller zugelassenen Fahrzeuge E-Autos sein, und das führt Investoren natürlich zu der Frage, wie können wir davon profitieren, verdammt nochmal. Klarerweise mit Investments in die besten Autohersteller, die bei E-Autos die Nase vorn haben. Ja, der Gedanke, der liegt natürlich nahe. Und schauen wir uns mal an, wer die besten Autohersteller sind. Klar, ich habe es euch ja schon bereits vorhin im Intro verraten, wen wir uns heute anschauen, aber hier auch nochmal in Zahlen mitgebracht, die beiden Autohersteller, warum die es verdienen, dass wir uns hier mal einen genaueren Blick darauf werfen. BYD hier im Jahr 2022 mit knapp 1,9 Millionen produzierten Fahrzeugen und Tesla 1,3 Millionen produzierte E-Fahrzeuge. Volkswagen auf Platz Nummer 4 mit knapp 433.000 Fahrzeugen, also auch in deutlicher Distanz eben zu den zwei großen Playern, die wir uns heute genauer anschauen. Wir starten jetzt hier gleich mal mit Tesla. Bevor wir das machen, die Frage an dich jetzt da draußen: Hast du schon den Abo-Knopf gedrückt? Wenn nein, mach das jetzt gerne, um auch künftig kein weiteres Video zu verpassen und uns dabei zu helfen, den Kanal Cashkurs Trends auch weiterhin, ja, stabil, robust wachsen zu lassen. Damit würdest du mir eine riesen Freude machen. Aber jetzt gleich weiter im Text und mit der Aktie von Tesla. Wir starten hier bei Tesla mit der Umsatz- und Gewinnentwicklung in den letzten Jahren, und die kann sich mehr als nur sehen lassen. Allein in den letzten 3 Jahren hat man den Umsatz pro Jahr im Schnitt um 46% steigern können. Der Gewinn ist im selben Zeitraum um über 300% angestiegen, also eine wahre, im Grunde Wachstums- oder fast schon inzwischen Gelddruckmaschine, das Unternehmen Tesla. Auch die Margen, die können sich hier bei Tesla sehen lassen. Hier eine Nettomarge von knapp 10%. Das ist jetzt im Vergleich zu konventionellen Autobauern eine sehr vorteilhafte Marge. Das liegt auch daran, da Tesla seine Fabrik im Grunde ja relativ neu erst aufgebaut hat, jetzt im Vergleich zu konventionellen Autobauern. Und ein hoher Grad an Automatisierung, auch der Verzicht auf eine Vielzahl an Einzelteilen, die hier verbaut werden müssen in den Autos, das sind alles so kleine Themen, die Tesla dabei helfen, hier margenseitig weiterhin führend zu bleiben. Und auch diese vertikale Integration, die oftmals ins Feld geführt wird, das ist eben auch margenseitig sehr förderlich, denn die Batterien, die man sich auch selbst designt, selbst herstellt, das schließt natürlich auch diese hohen Preise aus, die man bezahlen muss, wenn man von Lieferanten oder wenn man auf Lieferanten angewiesen ist. Also man ist hier, wie gesagt, vertikal integriert. Das alles eben Themen, die dem Unternehmen margenseitig helfen. Bilanziell steht Tesla auch auf einem sehr stabilen Fundament. Das Unternehmen hat keine Schulden, das kann man leider eben auch von den wenigsten Autobauern behaupten. Hier das Unternehmen, das seht ihr an der Hand der roten Linie, netto schuldenfrei knapp 20 Milliarden Dollar an Cash, das im Grunde der in der Kasse liegt und der jederzeit verwendet werden kann. Und das ist auch dahingehend wichtig, wenn es mal zu einer nächsten Konjunkturkrise kommen sollte, und zu der wird es früher oder später wieder mal kommen, und dementsprechend auch weniger Autos verkauft werden, dann wird man auch eine solche Ebbephase problemlos überstehen können, eben mit diesem schönen Polster auf dem Konto. Garniert wird die Story von Tesla neben der vertikalen Integration natürlich auch noch mit dem Thema des Dojo Supercomputers. Die Tesla-Fans unter euch, die kennen das Thema natürlich. Der Dojo Supercomputer, das ist ja im Grunde der eigene Computer, die eigene Know-how, die unter anderem dafür verwendet wird, um die Autos eben auch selbst fahren zu lassen. Diese Selbstfahrtechnologie, die basiert eben auf dem Dojo Supercomputer, und diese Technologie bzw. dieses Know-how, da hat man bei Tesla davon gesprochen, dass man das zukünftig auch weiter vermitteln, weiter lizenzieren könnte an andere Konkurrenten aus der Autobranche, die es im Grunde auch selbst nicht gebacken kriegen, eigene selbstfahrende Autos auf den Markt zu bringen. Und das wäre dann natürlich auch eine neue, schöne Einkommensquelle für Tesla. Ein Analyst von JP Morgan oder Morgan Stanley war es, der zuletzt allein den Wert dieses Dojo Supercomputers auf einen Wert von 500 Milliarden Dollar taxiert hat. Naja, das lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall natürlich auch ein Punkt, der bei der Story von Tesla natürlich auch auf jeden Fall erwähnt werden sollte. Auch bei BYD sehen wir eine sehr schöne Umsatz- und Gewinnentwicklung in den letzten Jahren. Die Umsätze, die sind in den letzten 5 Jahren pro Jahr im Schnitt um 38% gestiegen. Die Gewinne auch hier
überproportional um rund 60% per anno. Die Margen, die sind auch durchaus ordentlich, wenngleich nicht so stark wie bei Tesla. Hier erzielt man eine knapp nur halb so hohe Nettomarge. Ja, das ist dahingehend schon wesentlich schwächer als bei Tesla. Also von daher, das Polster für Preiskämpfe, das ist bei Tesla wesentlich größer eben als bei BYD. Aber auch hier, BYD hat hier auch eben den Vorteil gegenüber anderen Autoherstellern, dass man hier auch seine Batterien selbst baut und selbst designt. Hier hat man mit der Blade-Batterietechnologie seit dem Jahr 2020 anscheinend auch technologisch die Nase deutlich vorn gegenüber beispielsweise deutschen Autobauern. Also von daher rein technologisch das Unternehmen BYD auch sehr breit und gut aufgestellt. In Sachen Bilanz auch robust aufgestellt, aber auch nicht ganz so ideal wie Tesla. Hier sehen wir eine Nettoverschuldung, die liegt durchaus im erhöhten Bereich, liegt alles noch im Rahmen des Erlaubten im Vergleich zu den erzielten Gewinnen. Ließe sich hier diese Nettoverschuldung durchaus innerhalb einiger Jahre abtragen, wenn man wirklich dieses Ziel vor Augen hätte. Also von daher, ja, da muss man jetzt keine Sorgen haben, dass das Unternehmen so schnell Schiffbruch erleiden wird. Aber im Verhältnis zu einer Tesla, die Bilanz bei Tesla, die sieht tatsächlich wesentlich besser aus als bei BYD. Aber BYD hat auf der anderen Seite auch einen deutlichen Vorteil gegenüber Tesla und zu dem kommen wir jetzt. In Sachen Bewertung hat hier nämlich BYD gegenüber Tesla ganz klar die Nase vorn. Hier mal in der Übersicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis in dunkelblau und was ihr hier in hellblau seht, das ist das Verhältnis zwischen dem Enterprise Value und dem Umsatz und hier beide Kennzahlen, die merken wir uns jetzt auch mal kurz, das Kurs-Gewinn-Verhältnis anhand der Schätzungen für die nächsten 12 Monate, das liegt bei knapp 19, das Verhältnis zwischen Enterprise Value und Umsatz, das liegt bei knapp 1 und wenn wir jetzt mal hier wechseln auf den Chart von Tesla, da sehen wir ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 7 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 63. Also rein bewertungstechnisch die Aktie von BYD interessanter als jene von Tesla. Auf der anderen Seite bilanziell gefällt mir Tesla persönlich wieder besser und von der Marke her ist Tesla wirklich ein Dickschiff inzwischen, ja im Grunde was schon Coca-Cola im Getränkebereich ist, das ist Tesla hier auch im E-Auto-Bereich, aber auf jeden Fall beides Aktien, die einen Platz im Depot verdient haben. Auf der anderen Seite, was man hier auch niemals vergessen darf, auch trotz aller ja im Grunde rosigen Aussichten für die E-Auto-Bauer, das ist ja auch der Faktor, dass zwischenzeitliche Konjunkturkrisen und eben zu denen wird es immer wieder mal kommen, die führen auch dazu, dass auch trotz rosiger Aussichten mal zwischenzeitlich weniger Autos verkauft werden, weniger konventionell, aber natürlich auch weniger Stromer, denn die sind auch immer noch nach wie vor sehr, sehr teuer und nicht für jeden Geldbeutel bis dato zumindest geeignet. Also von daher auch eine Konjunkturkrise, die wird solchen Aktien massiv schaden. Also das muss man hier immer auf dem Schirm haben, dass wenn man sich hier solche Aktien ins Depot kauft, man auch eine sehr starke Volatilität in Kauf nehmen muss. Auch aus Sicht der Charttechnik, da gefällt mir die Aktie von Tesla eher tendenziell besser. Ihr seht hier beide Aktien im Chart, oben in lila, das ist die Tesla-Aktie, unten in blau, das ist die Aktie von BYD. Die Aktie von BYD, was mir hier nicht gefällt, der Trend, der zeigt hier ganz klar nach oben auch massive Performance-Zugewinne hier bei der Aktie, aber das wirkt jetzt in der letzten Zeit schon doch sehr stark korrektiv. Vergleicht hier auch mal diese letzte Bewegung, diese Aufwärtsbewegung von BYD mit jener von Tesla. Also das ist wirklich auch charttechnische Stärke. Auf der anderen Seite natürlich auch diese massiven Rückgänge. Die sind bei Tesla, beziehungsweise die fallen bei Tesla auch wesentlich stärker ins Gewicht. Also falls ihr hier in die Aktien investiert, dann solltet ihr auch darauf vorbereitet sein, dass ihr bei Tesla mit einer wesentlich höheren Schwankungsbreite zurechtkommen müsst. So stellt sich jetzt die Frage, mit welcher Botschaft ich euch verabschieden soll. Solltet ihr jetzt Tesla kaufen oder doch vielleicht BYD nun idealerweise und falls es die Kommissionen bei euren Brokern zulassen, vielleicht sogar ein paar Stücke von beiden Unternehmen, das ist vielleicht nicht die schlechteste Variante, um hier von diesen Zukunftstrends der Elektroautos profitieren zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein gutes Gelingen und schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare rein, welche E-Auto-Aktie euer Favorit ist und bis zum nächsten Mal, euer Christoph von Wenzel.